going down for real. Ja, sie kommen zu Let's Play. Zu Let's Play Battlefield Hardline Episode 3. Fütterungszeit. Muss ich mal erstmal vorlesen. Beweise 12. Also, wir haben ja in der weiten Folge den verhaftet, den haben wir erschossen. Drei haben wir nicht gefunden. Fangen wir weiter an. Los geht's. Ja. Nochmal zu Episode 3. Geiles Szenario, könnt ihr mal angucken oder den ganzen Film auch abrufen. Diesmal mal alle verhaften. Bestimmt können wir wieder erschossen werden. Die ist B. Bullkarre, Bullschiff. Nehmen die Waffe. Dann nehmen wir die P90. Weil wir hier keinen Aufsatz. Die sind alle. Die will ich haben. Können wir eine andere? Was ist das? Die P90 ist auch cool. Panzerung passt mir. Taser will ich. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Alter, jetzt habe ich mich lass mir. Guck mal hier den Golfschläger. Wie kann man die alle leveln? Kann ich Fälle gucken. Was bisher geschah. Das ist Lee Ray. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Bist du ziemlich gesprächig? Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Was war das gerade? Das frag ich mich auch. Du wolltest mich sprechen? Mendoza, setz dich. Ihr bekommt einen neuen Auftrag. Keine Bange, er schickt dich nicht zur Verkehrspolizei. Naja, noch nicht. Okay, Leo, unser Freund Leo, er hat uns verraten, was er weiß und ist wieder gegangen. Ich dachte, er wollte beschützt werden. Sag nicht, was Leo erzählt hat. Drogenpakete. Ihr verarscht mich. Flugzeuge starten, Drogen landen. Mitten in die Everglades und zeig's ihm. Eine Angelkarte. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Vor 2 Jahren war Nels niemand. Ein Nobody. Jetzt untersteht ihm die gesamte Organisation, zu der auch Tyson Letchford gehört. Hat wohl große Pläne, der Mann. In der Tat. Ihr zwei geht in dieses Schlammloch, in einen Nationalpark, und findet heraus, wie seine Pläne genau aussehen. Sir, warum sollte Leo seinen Boss verraten und dann einfach wieder gehen? Leo sagte, er fühlt sich bei der Polizei nicht mehr so sicher.
Das war's. Ach, Mendoza, warte kurz. Klar. Deine Partnerin ist hitzköpfig. Sie ist von ihrer Sache überzeugt. Gute Antwort. Setz dich, Junge. Es wird wegen der Elmore-Sache Beschwerden geben. Polizeigewalt, etc. Keine Sorge, ich regel das. Das ist sehr nett. Danke sehr. Wie geht's deiner Mom, Detektiv? Entschuldigung? Deine Mom hat sich ja viel durchgemacht bei der Flucht aus Kuba. In deinem Alter wird keiner mal eben Detektiv ohne gründlichen Hintergrundcheck. Und bei dir gab's eine Menge Hintergrund. Ach, ist schon okay. Ich weiß, wie es ist, ein Arschloch als Vater zu haben. Das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Und du machst das gut, mein Sohn. Weiter so. Ja, das ist eine Sache. Aber egal. Meine Güte, Leos Karte ist furchtbar. Da stimmt ja gar nichts, aber hier sind wir richtig. Leo hat Dawes die Karte gegeben, hat sie einfach rausgerückt. Eine unfassbar beschissene Karte. Aber was hat er denn davon? Das begreife ich einfach nicht. Naja, irgendwas hängt ihm offenbar im Nacken oder irgendjemand. Wer immer die Pakete abwirft, Leo will, dass wir Bescheid wissen. Damit wir seine Konkurrenz ausschalten, oder? In Miami ist er erledigt. Und das weiß Leo. Wahrscheinlich kocht er gerade Drogen irgendwo in Iowa. Was ist überhaupt in dich gefahren, ihn so zu verprügeln? Leo konnte sich einfach nicht benehmen. Naja, das könnte die Dienstaufsicht auch von uns behaupten. Da sind sie. Los zur Abwurfstelle. Die Dealer behalten ihre Pakete per Funk. Zahl auf Leos Karte ist sicher für uns. Wie eine Angst. Wir haben ein Signal. Kala an ein Paket ran, dann markiere ich es mit einem Zielpfeil. Dann legen wir das Ding ab. Als die Drogen noch über Miami transportiert wurden, hat es in den Sümpfen nur so vor Schmugglern gewimmelt. Vielleicht wiederholt sich das alles jetzt. Hoffentlich nicht. Damals haben sich die Kartellleute sogar auf Kindergeburtstag. Ja, ich erinnere mich. Ich war damals noch jung, wie irres Zeug. Blut auf dem Gehweg. Pitbulls mit aufgeschlitzter Kehle. Wie zum Teufel hat deine Mann dich da rausgehalten? Das klingt vielleicht kitschig. Sie hat geschuftet und mich geliebt. Oh ja, und wie das kitschig klingt. Mamas Liebling. Okay, dann verfolgen wir das Ding mal. Ich hab wieder ein Signal. Dann mal los. Da stecken mindestens 10 Kilo in dem Paket. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Ich will damit sagen, dass das hier eine große Nummer ist. Sonst hätte uns Dawes nicht hier rausgeschickt. Angenommen, die Kartelle nutzen Miami als Umschlagplatz. Aus welchem Grund? Meine Meinung? Mexiko ist zu heiß geworden. Hier wandern Schmuggler vielleicht in den Knast, sie werden aber nicht von Drogenbossen kalt gemacht. Amerikaner stehen halt auf Drogen. Du weißt, dass es eine große Sache ist, dass Dawes uns hierauf angesetzt hat, oder? Das weiß ich. Das Problem ist, dass wir damit zu keinem Staatsanwalt gehen können. Wen interessiert's? Ist doch viel spannender so. Ja, das ist es. Und übrigens, Captain Dawes, der Typ war früher absolut gnadenlos. Ja, das habe ich gehört. Ist nur eine riskante Art zu arbeiten. Mein Tipp, du willst beim Captain punkten? Dann zieh die Samthandschuhe aus. Was ist das hier? Der dreckige Teil der Polizeiarbeit? Du hast es kapiert.
Ja, das ist eine Frage über Gewissenheit. Signal ist beim Fallschirm. Okay, ich spring raus und markiere es. Hier gibt's viele Alligatoren. Keine Panik. Die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Sag einfach Danke. Okay. Danke. Vielleicht sollten wir auf dem Weg bleiben. Ja. Wir haben mehr Angst vor uns. Wir müssen aus dem Wasser raus. Schöne Pistole. Wir müssen hoch auf die Plattform. Nimm den Kletterhaken. Guck mal, die nimmt da irgendwie so eine Tasche. Und, ja. Quatsch. Schon mal einen Kletterhaken benutzt? Nein, ich nehm's trotzdem. Nein. Ich kenn das. Ziel mit dem Haken auf die Plattform. Die gebaut? Das sind alte Aussichtsplattformen für Touris. Alles okay, Kai? Und deine Schulter? Tut weh wie Sau, Mann. Guck mal, die kriegt schon wieder eine Tasche. Leute, was soll das für eine Scheiße? Du bist vorbereitet. Guck mal, jetzt kann ich nicht meine Emotionen. Retter ist ein guter Anker. Volltreffer. Okay. Komm hier nach. Ist was auf dem Scanner? Kai, da kommt Besuch. Sicher, das Team einsam. Vorsicht. Immerhin lässt sich was retten. Die Hälfte sieht ganz okay aus. Ich weiß nicht. Also wird's Nels nicht stören, wenn wir sie nehmen. Mann, so... Wieso nicht? Na... Weil Nels der Boss ist. Weil er ein guter... Jungs, versteht. Speichere erstmal schön. Jetzt kann ich haben. Das war wohl ein Fehlschuss. Ziemlich teurer Fehlschuss. Was ist das? Mann, er hat gute Connections. Er macht das schon für uns. Ich hab Schüsse gehört! Ja.
Pressen ausschwärmen! Komm schon, da drüben! Da schießt jemand! Polizei! Du bist verhaftet! Opfer! Ich darf das so. Was war das denn? Hä? Du bist verhaftet! Opfer, du! Echt? Oh, Junge! Ich will dich nicht umbringen! Bam. Ja. Hey, ich hab den aber nicht umgebracht, ne? Ja. Das Paket ist wohl nicht weich gelandet. Fuck. Das Opfer ist nicht gut genug. Ja, ich hab ihn geschlagen, Alter. Ich trotzdem. Was ist das? Bam. Brecheisen. Munition. Ja, ich sehe hier gar nichts. Ja, mein Gott, wo ist das denn? Wir machen mal einen Wechsel beim Waffen. Machen wir hier die einfach. Was ist das? Kletterhaken, ne? Munition? Ich will jetzt mal Munition machen. Achso, Handy. Ich habe eine Frequenz für dich. 120,13. Siehst du was? Sieh dir nur die ganzen Lichter an. Überall auf dem See. Wir sollten uns ihr Boot nehmen und nachsehen. Ja. Schon mal. Ach, hier ist auch ein Schiff. Ach, das kenne ich auch schon. Willst du das melden? Wir haben hier ja eigentlich nichts verloren. Wir müssen zuerst Nels finden. Er ist ambitionierter als ich dachte. Typisches Arschloch. Weißt du, kann ich das nicht scannen? Mich am meisten beunruhigt? Dass der Sieger Geld und Waffen ohne Ende haben wird. Ja, wenn sie sich gegenseitig erledigt haben, sind wir dran. Willkommen zurück in den 80ern. Deswegen will Dawes das jetzt beenden, bevor es dazu kommt. Wir nehmen mal hier ein. Wir machen es inoffiziell. Bitte. Höchst inoffiziell. Ist für mich okay. Wir retten Leben. Ich sehe es ja ähnlich. Warum klingst du denn so skeptisch? Oh, nee, das ist doch falsch. Worauf läuft's denn hinaus? Um die wichtigen Leute auszuschalten. Die hohen Tiere. Ein für alle Mal. Brauchst du mehr als eine Knarre. Da wäre ich mir nicht so sicher. Detective, wir spielen hier ein gefährliches Spiel. Sehr gut. Die spiele ich am liebsten. Ja, ich spiele die gar nicht. Also, Leute. Ich verarsche gerade mich selber. So. Weiter. Vom Wasserturm aus müssten wir was nehmen.
Wasser. Scan erstmal, bevor wir rangehen. Oh, wir haben hier ein... Ja, das... Okay. Der Alarm lockt sie an, aber nicht, wenn du ihn deaktivierst. Hab gehört, wenn ihr mir die Produkte... Wir können leise sein oder laut. Mach einfach. Braucht man dann Sniper? Da sind eine Menge Typen. Hast du Plan? Wir gehen rein. Aber leise. Außerdem hat Nels ja dieses Meeting, um nicht hops zu gehen. Wenn Nels meint, dieser Wolf hilft ihm seinem Chef. Ja, das ist blöd. Jetzt keine Verstärkung kommen. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Ja. Ja, wir gehen jetzt auch mal scannen. Ja, kein Problem. Polizei, halt! Ich renne einfach da mal hin. Macht Spaß. Nee, Schrotflinte will ich jetzt auch nicht. Verarschen, jetzt habe ich den wieder verhaftet. Was war das? Boah, ich hab dich geschlagen. Ulle, mein Name ist Wuppi. Mein Name ist gerade, ich wollte den Namen Jake nennen, aber der heißt ja nicht Jake. Keine Ahnung, wie der heißt. Heißt jetzt. Hab ich vergessen gehört. Haben die denn hier bewacht? Sicher Drogen oder Geld oder Waffen. Na dann finden wir es heraus. Muss einmal drehen. Das sieht aus wie echte Wissenschaft, nicht wie Drogen. Muss man hier? Nee. Toilette? Die Toilette? Was ist das denn hier? So Quack oder so? Nee, Quack. Quecklabor. Wie bei Kahn. Nick, sieh dir das mal an. Ja, warte, ich muss gerade losgehen. Ja, guck mal, ich krieg schon wieder hier. So ein altes Ding. Mit dem müssen wir doch ein Netz kriegen. Er sollte sich an einem Stadion mit jemandem treffen. Das nächste Stadion ist in Miami. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Tja, dann weiter. Ja, das frage ich mich.
Waffen will ich jetzt auch, glaube ich, wechseln. Aber wir können ja... Ah, ich hab nämlich das... Nachsehen. Okay, zurück zum Boot. Wie hier keine Waffen oder sowas? Eine Schrotflinte. Ja, eine Schrotflinte. Eine AK oder was ist es? Eine AKM. Eine AKM. AKM. AK oder AKM? 24 Muni, ja, das ist schlecht. 24 ne? Muni. Ne, falsch. Die, ja. Einsatz abgeschlossen. Wenn die Kartelle die Sümpfe wieder nutzen, wäre das nachvollziehbar. So. Wie sich Menschen nähern. Warte mal. Es ist darum, dass wir Nels finden. Arbeitet Nels mit den Kartellen zusammen? Fahren nach rechts. Alle haben ihre eigenen Vertriebswege. Ich mal gar nicht. Ja, guck, da vibriert schon mal das Handy. Also, was weißt du über Nels? Reiches Elternhaus, Ex-Filmstudent. Wollte seinen ersten Film mit Drogengeld finanzieren. Und dann hat er vergessen, den Film überhaupt zu drehen. Er hat ihn gedreht. War richtig schlecht. Schön. Das ist schön. Der das so macht. Nicht schön, dass der das gemacht hat. Mels Jungs haben die Ware gecheckt. Und ja, wir müssen hier. 1000. Oh. Oh, das ist schlecht. Ey, das ist total scheiße gerade. Ich habe das jetzt aufgesammelt. Nein! Scheiße, jetzt habe ich das aufgesammelt. Fliegt dann... Nee. Ach, okay, krieg keinen Fallschaden. Ich dachte, ich krieg da Fallschaden. Alles klar. Fallschaden. Wir fahren mal hier durch. Oh, fahren wir wieder. Krokodil. Wie viel müssen wir denn hier haben? 12! 12 Dinger! Leck mir am Arsch! Aber das muss man hier aber nicht alles finden. Das ist von... Ach, hier ist man. Oder sind wir da schon vorbei? Nein. Ah, es vibriert, es vibriert. Das heißt, wir müssen hier hin. So. Wie machen das noch? Wo haben wir... Was ist das? Lagern die in diesen Fässern? Jo. Ah. Boah. Ja, das ist in der nächsten Folge zu Battlefield Hardline. Ich sag... tschüss, bis zum...